Jo, was geht ab YouTube? Willkommen zu einem kleinen Statement zu Apoget. Im Hintergrund sehen wir Black Ops 3 Waffenspiel. Ich bin nicht allzu gut, also ja, beschwert euch nicht. Aber das spielt ja keine Rolle hier. Kommen wir zum Statement zu Apoget. Wir wissen alle, heute, wir haben den 14. Mai, hat er ein neues Video rausgebracht. Eine sozusagen eine Verneuerung von Everyday is Saturday. Und das hat er das offizielle Musikvideo genannt. Aber, und was hat er dann zum anderen Video gesagt, das so übelst gehatet wurde? In einem Video hat er gesagt, Everyday Saturday ist ein Prank. Aber das macht überhaupt keinen Sinn, wenn man logisch nachdenkt, weil und komischerweise hat er es halt auch noch Remix unbenannt. Anstatt Prank hat er es Remix unbenannt, das Video, das so unglaublich gehatet wurde. Und ich denke halt, dass er es als Ausrede gesagt hat, dass es ein Prank ist. Ich denke einfach, er wollte, weil das andere Video, ich habe das auch negativ bewertet. Weil ich fand es halt nicht gut, ich fand es einfach schlecht. Da bin ich ganz ehrlich, aber ich bin auch neutral. Ich bin weder ein Fan noch ein Hater von ihm, also ich bin ganz neutral. Aber das letzte Video war halt einfach schlecht. Meiner Meinung nach. Ich will nicht sagen, dass ich es besser konnte, aber ich weiß, dass er hat halt viel mehr Möglichkeiten. Für ihn könnte er locker ein besseres Video machen, das er ja jetzt gemacht hat. Und eben, ich denke, er wollte einfach den Leuten beweisen, dass er es besser kann machen. Und ich denke, er wollte einfach nochmal ein krasses Brett rausbringen, weil das andere ja schon fast ein bisschen peinlich war. Also meiner Meinung nach. Also es war einfach lustig, sagen wir so. Und das neue Video, das er das offizielle Video genannt hat, das kam auch viel besser an. Und ich finde es ziemlich krass. Also das kann man schon durchaus pumpen, würde ich sagen. Habe ich auch positiv bewertet. Und ja, kommen wir noch zu den Likes. Wir sehen beim neuen Video, das bessere Video, 145.000 Daumen hoch und 78.000 Daumen nach unten. Das sind etwa von der 2/3 von den Bewertungen sind also positiv und 1/3 negativ. Und beim anderen Video ist es, glaube ich, genau das Gegenteil. Ich muss es kurz suchen. Wo ist das denn? Tut mir leid, ich hab's gleich. So. So. Wir haben 239.000 hoch und 628.000 nach unten beim schlechten Video. Das sind etwa 2/3 der Bewertungen sind negativ und 1/3 positiv. Und jetzt beim neuen ist es ja genau umgekehrt. Also kann er sich für das, dass das alte so gehatet wurde, eigentlich zufriedenstellen. Und ich sehe gerade, dass das, weil ich schon so lange rede, ist das Gameplay im Hintergrund jetzt zu Ende. Also mache ich lieber kurz als Kurzstatement. Ich denke, es war eine Ausrede mit dem Prank. Da hätte er schon ruhig können ehrlich sein. Klar, er hat auch das Datum gezeigt im Video, wenn ich es angeguckt, dass er dort Prank geschrieben hat. Aber das kann man auch gut fälschen, denke ich. Also ich finde, das könnte auf jeden Fall eine Ausrede sein. Aber nichtsdestotrotz, der Junge hat sich Mühe gegeben für das neue Video. Ich finde es auch geil. Und ja, und wenn hier dort noch einen Daumen nach unten gibt, kann ich auch nicht mehr so gut verstehen. Wie gesagt, also in diesem Sinne, ja, like das Video, wenn es euch gefallen hat. Nicht so wie bei ApoRed, nein, Spaß, natürlich nicht. Und ja, schaut mal bei meinem Kanal vorbei, ich mache ursprünglich Let's Plays. Und ja, abonniert mich doch, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Peace.